Der ist ein saucooler Kunde, oder der Knorr? Der ist so ein cooles Sau, ey. Das reicht gar nicht. Wir brauchen ein ganzes Jahr Vorbereitung. Wir haben alle die Fälschdinger drin. Nicht den Kopf am Fall. Ich baue einen Gitterrohrrahmen, Tobi. Hallo, KG-Rohr, reicht. HT reicht. Aber kann ich den Kopf kriegen sollen. Und der Rudi muss den Außenholz fahren. Das ist der Außenholz. Oh, der Blaue hat man nicht abgeschossen. Das ist schon zu weit. Unseren Trabi bauen wir dann schön aus Kevlar-Carbon. Weil da können wir mit übelst leichtem Material sehr dick aufmachen. Boah, Alter. Aber wir sehen, wie die Hinterachse in der Luft so ein bisschen. Ja, ja. Absolute Sperrlinie. Oh, und hier wird gefeitet, hier wird gefeitet. Und dann macht er die Tür wieder zu, direkt vor der Kurve. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das ist brutal. Aber sieht man, die Räder sind immer schön an der Erde. Also das, vom Fahrwerk her sieht das ganz gut aus, sag ich mal. Aber gegen so ein Auto mit Spikes hast du keine Chance. Null. Deswegen vermute ich, dass wir gegen den anderen Kurs auch so ein bisschen abkacken werden. Also hat einen Platten besser als Spikes. Ja gut, wir werden sehen, wie wir das machen. Dann werden wir mal den großen Monk-Tierhebel ansetzen. Und werden uns irgendwo reinschieben. Ich brauche die Räder fährt rum drauf. Alter. Da könnt ihr schneller eine Kurve fahren. Ja. Oh, extreme Schräglage hier. Oh, hier wird wirklich gedriftet, was das Zeug hält. Oh, die Kurve ganz außen angefahren, um den noch guten Belag zu verwenden, der Außenkurve, um das Fahrwerk hier noch zu schonen und vielleicht noch mal im späten Teil des Rennens noch mal einen Angriff zu wagen. Ja, der Aral Trabant mit der Startnummer 14 wird Probleme mit dem Getriebe haben. Ja, er musste zu Rennbeginn schon angeschoben werden. Also hier gibt es nur eins, Messer zwischen den Zähnen und Vollgas. Ja, weil wir wollen auch nochmal fahren. Du darfst dann auch noch aufs Dach. Jetzt hast du es fahren. Hier, weißt du was? Das ist scheiße, wenn wir da so fahren. Das Dach ist glatt. Oh, sehr stark ins Slide gekommen, aber super abgefangen. Ja, er hat beim Zweikampf halt die Kurve nicht so richtig gekriegt, aber das kann schon mal passieren.
Und wir sehen, wie das die Autos in der Bodenwelle auf Start und Ziel immer mehr aushebt. Oh, hier die 317 hat aus Versehen abfrecken lassen. Das kommt aber in allen guten Familien mal vor. Weil du bist der Busfahrer. Ich kann doch wahrscheinlich passieren, weil könnten wir dann mit unserem Arbeit und Leiden. Kommt die Luft